Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, erstmal danke nochmal für 1000 Views für das letzte Video. 1000 Klicks. Oh, Kacke. Wahnsinn. Ich glaub's nicht, Alter. 1000 Views. Das ist ein Tausendstel von einer Million und ein Hundertstel von 100.000. Ist schon ganz krass. Aber egal. Naja, und zwar ein Abonnent von mir, der Torben, hat geschrieben, dass ich mal ein Video über Dagi B und irgendwas über Hate machen soll. Ich habe deinen Kommentar nicht genau verstanden, aber lass uns einfach mal über Hate reden und Dagi B auch noch ein bisschen. Und zwar, der Torben, ein Abonnent, hat mich im Europapark gesehen, in Rust. Hat mich aber nicht angesprochen, hat er mir geschrieben so und ist auf jeden Fall ein Abonnent. So, auf jeden Fall fangen wir mal mit Dagi B an. Ich weiß es nicht, Torben, du bist ein super cooler Abonnent. Super cool. Weiß ich nicht, ob du Dagi B toll findest, aber du kennst mich ja, Torben, du kennst mich ja, ich sag ja meine Meinung. Wenn du Dagi B Fan bist, okay. Wenn du nicht bist, auch okay. Aber es geht mir auf diese Dagi B, diese Tussi da, weil ich ja meine Meinung sagen soll. Auf jeden Fall für mich ist es eine Tussi, die Dagi B, die natürlich die Abonnenten verarscht. Sie verkauft Stoffbeutel mit ihrem Namen drauf. Ganz normale schwarze Schrift, Stoffbeutel, na, 3 Euro? Nee. 5 Euro? Nein, falsch. 6 Euro? Auch nicht. 8 Euro? Ja, schön wär's. 10 Euro. Ja, 10 Euro wäre ja billig. 11 Euro, tut mir leid. 13 Euro, Leute. So viel muss man dafür noch verlangen für so einen billigen Stoffbeutel. Und obwohl diese YouTuberin die ganze Zeit sagt, oh, die Fans sind so klasse und meine Fans sind mir wichtig. Deine Fans sind dir nicht wichtig, Dagi. Du hast dort wirklich gelogen. Deine Fans interessieren dich nicht. Dich interessieren die Euroscheine. Gut, ich habe jetzt hier keine Euroscheine drin, weil ich arm bin. Aber dich interessieren diese bunten Scheine, die Euroscheine, die interessieren dich schon. Ne? Du bist eine knallharte Geschäftsfrau. Ne? Und in meinen Augen hast du auf YouTube nichts verloren. Ne? Du hast absolut nichts verloren, aber im Leben kriegt jeder seine gerechte Strafe. Auch du wirst auch deine Strafe bekommen, weil du, ja, was soll man sagen? Was für eine Strafe? Und zwar deine Strafe halt, was man so bekommt im Leben. Man sagt ja immer, jemand, der die ganze Zeit scheiße ist, der kriegt im Leben, keine Ahnung, oder ein YouTube-Kanal wird wahrscheinlich gebannt oder so, oder was weiß ich, was mit dir gemacht wird. Interessiert mich auch nicht. Wenn du ausgelutscht bist, wenn du alt bist, wenn du Falten hast, interessiert sich keiner mehr für dich. Die Weiber interessieren sich dann nicht mehr für dich. So, lass mich mal schnell was gucken. Gutes Beispiel, ja. Spätestens, wenn die ausgelutscht ist. Aber ich denke, B ist ja sowieso ausgelutscht. Naja. Bitch. Auf jeden Fall geht es mir heute um Hate. Und jeder kleinere YouTuber hat Hate schon erlebt, indem er geliked wurde, dislike. Also, man fängt neu mit YouTube an und die Leute fangen an, natürlich deine Videos zu disliken. Und man fühlt sich einfach scheiße. Man fühlt sich richtig kacke. Man ist da, ist traurig, die Augen werden immer schwerer. So fühlst du dich dann. Dein ganzes Video voller Dislikes und schlechten Kommentare. So ist es, ja. Deshalb würde ich jedem kleinen YouTuber erstmal empfehlen, erstmal die Like- und die Dislike-Funktion auszustellen. Und dann einfach mal loszulegen. Deine kleine Fanbase zu machen und ja. Dann kann's losgehen, ne? Ja, auf jeden Fall. So fängt es auf jeden Fall an. Und, ja, YouTuber, die beleidigen meistens so Spaß, Hurensohn, Opfer, ugly, hässlich, habe ich schon erzählt, gay wird auch gerne benutzt. Das sind einfach solche Beleidigungen, die gerne benutzt werden bei Hatern. Und, ja, die wollen eigentlich nur eins, dass du dich schlecht fühlst. Und vielleicht dich auch noch im YouTube vielleicht wohl, die wollen ja teilweise, dass du die noch im YouTube-Video erwähnst, ne? Das wollen die. Die wollen Aufmerksamkeit, weil sie natürlich
vielleicht zu Hause keine Aufmerksamkeit bekommen, weil sie vielleicht keinen Job haben, weil die Mutter vielleicht eine Alkoholikerin ist, der Vater auch, oder der Vater schlägt die Mutter und müssen einfach irgendwo ein Ventil finden und dann nehmen sie YouTube, beleidigen jemanden. Ich habe keine Ahnung. Wegen dem kann ich aber nichts sagen. Auf jeden Fall kann ich eins sagen, dass das Video jetzt aus ist und ich hoffe, es hat dir gefallen. Und nein, es kommt jetzt nicht, abonnier mich. Das sind die anderen YouTuber, die das machen. Sondern ich wünsche dir einfach einen schönen Tag und eine schöne Nacht. Je nachdem, oder einen schönen Morgen, je nachdem, wo du das Video oder wann du das Video anschaust, das wünsche ich dir. Ich wünsche dir alles Gute, dass deine Eltern, dass deine Mutter, dass dein Vater, dass dein Opa, deine Oma noch lange leben. Das wünsche ich dir. Und nicht, dass du mich abonnierst. Das wünsche ich dir. Hau rein, ciao.